So, willkommen Herr Mir, hallo. Wir stehen heute am Belmarsh-Gefängnis, wo Mr. Shipton und Mr. Varoufakis Julian Assange heute besuchen. Bitte stellen Sie sich einmal vor und erzählen uns, was Sie heute hier hinführt. Ich bin Christian Mir, ich bin Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Reporter ohne Grenzen setzt sich seit vielen, vielen Jahren für Julian Assange und für WikiLeaks ein. Wir haben vor mehr als 10 Jahren, 2010, die Webseite gespiegelt, als sie drohte, blockiert zu werden. Wir haben ihn in der Botschaft in Ecuador besucht, in London besucht. Wir haben ihn immer wieder für seine Situation gekämpft und dafür uns eingesetzt, dass er eben ja nichts anderes gemacht hat, als Informationen zu veröffentlichen, die für die Öffentlichkeit relevant sind und relevant waren. Deswegen sind wir heute hier als Reporter ohne Grenzen, nicht nur ich allein, ich bin ja mit Kollegen aus London, aus Paris, aus Washington, um hier ein Zeichen zu setzen in den nächsten Tagen. Auch wir schauen ganz genau hin. Wir sind eine weltweite Organisation und für uns ist der Fall Julian Assange nicht irgendein britischer Fall, nicht irgendein US-Fall. Es geht hier um eine sehr grundsätzliche Frage der Pressefreiheit. Denn sollte Julian Assange ausgeliefert werden, dann wäre das ein Präzedenzfall für alle investigativ arbeitenden Journalistinnen und Journalisten, die nichts anderes machen als das, was Julian Assange auch gemacht hat. Informationen zu veröffentlichen, zu verbreiten, Informationen in Empfang zu nehmen. Und das ist kein Verbrechen. Wie glauben Sie, können Sie zukünftig den Fall und den Umgang mit diesem Fall weiterhin beeinflussen? Na, die Auslieferung ist ja nicht nur eine juristische Frage. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, selbst wenn wir hier vor einem Gericht stehen und auch eine Anhörung in einem Gericht ab morgen verfolgen werden, muss man sich immer klar machen, dass Auslieferung politische Entscheidungen sind. Und da unterscheidet sich Großbritannien nicht von den USA und auch nicht von Deutschland im Übrigen, wo auch über Auslieferung immer politisch entschieden wird. Deswegen ist es unsere Aufgabe, politische Öffentlichkeit zu schaffen. Wir sind eine Kampagnen-NGO, die weltweit sich einsetzt und wir versuchen natürlich öffentlichen Druck zu machen, indem wir dazu beitragen, weltweit für Öffentlichkeit zu sorgen, für Julian Assange. Und das ist das, was wir machen, indem wir Kampagnen starten. Eine Petition haben wir gestartet und im Zweifelsfall setzen wir uns natürlich auch juristisch ein. Wir haben aber uns ja auch schon technisch für WikiLeaks eingesetzt. Insofern mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten versuchen wir uns für Julian Assange einzusetzen. Wurden im Rahmen der Überwachung durch UC Global auch Gespräche Ihrer Mitarbeiter in Deutschland oder England und Julian Assange veröffentlicht oder überwacht? Unserer Kenntnis nach nein, weil, glaube ich, die Überwachung sehr massiv ausgeweitet wurde zu einem Zeitpunkt, als wir ihn dort nicht getroffen haben. Wir haben uns vor der massiven Ausweitung getroffen. Okay, vielen Dank für Ihre Zeit und danke für das Interview.